Nachdem wir den jetzt total zerlegt haben und die zweite Bombe haben, dann springen wir doch mal weiter. Wir haben jede Menge Nebel zum Abdecken. Wir wollten also hier oben rum. Rebellen sind immer noch nicht da. Also scheinen die Kopfgeldjäger ihr Wort gehalten zu haben und ihren Wert bewiesen. Also, ich hätte denen irgendwie unterstellt, dass sie das Geld nehmen und dann abhauen. Aber, na gut. Wir springen jetzt dahin. Und verdienen da hoffentlich genug Scrap, um das Waffensystem aufzustufen. Wow, das ist ein neues Schiff-Design. Ein Mantis Bomber. 3 Schildpunkte, ein Raketenwerfer, ein Burst Laser. Uns teleportieren auf unser Schiff rauf, wir wissen nicht wohin. Da unten. Okay. Altes Spiel, Türen alle auf. Und wir schießen eine Bombe auf die Schilde. Bumm. Und schießen 2 Mantis her. Das könnte echt knapp werden. Jo, ein Treffer nur noch. Das ist nicht viel. Aber gut, wir sollten unseren Mantis schon mal wieder in die Krankenstation schicken, dass er da die anderen Mantis abfangen kann. Aber irgendwie werden die Türen nicht angegriffen? Doch, da. Die Tür blinkt rot und wow, ist das eine große Rakete. Okay, Bombe schon mal wieder auf die Schilde. Trifft nicht. Waffen auf die Schilde. Trifft und deren Rakete ist glatt dran vorbeigeflogen. Sehr, sehr schön. Njam, 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 njam. Wir haben unseren Menschen gar nicht dagelassen, wo er ist und unseren GM zurück in Antrieb geschickt. Das sollten wir ganz schnell ändern. So. Und der Burst Laser 1 schießt bitte wieder auf die Schilde. Oh, deren Laser kommen ja doch durch. Also Burst Laser 1 schießt bitte auf die Schilde. Wow, warum kommt da so viel Schaden rein? So, du hilfst bitte nochmal mit. Nicht, oh, das war knapp. So, du zurück. Du hast auf die Schilde geschossen. Du schießt bitte auf die Waffen. Komm, 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 komm. Waffen angeschlagen. Sehr gut. Der Raketenwerfer ist immer noch aktiv und das Ding ist auch noch aktiv. Also benutze ich mal eine Rakete, um die Waffen komplett auszuschalten. Hoffentlich. Und ein Feuer bricht aus. Sehr gut. Sauerstoff geht langsam runter. Da kann er sich mal drum kümmern. Burst Laser ist wieder da, aber deren Schilde sind auch wieder oben. Warten wir kurz, bis der zweite Burst Laser auch da ist. Und schießen dann mit beiden auf die Schilde. Oh, Rakete kommt, Rakete kommt. 3 Schadenspunkte. Autsch. Okay, wir verwenden noch eine Bombe auf die Schilde. Musch. Und schießen dann noch die Waffensysteme. Er kriegt schon wieder Schaden und unsere Artillerie trifft. Sehr gut. Du gehst bitte da rein. Waffensysteme sind zerstört, Schiff ist zerstört. Boah. Ja, die Kämpfe werden langsam echt spannend. Wir kriegen 2 Treibstoff, eine Rakete, 48 Scrap. Und müssen ganz schnell da unten reparieren. Das machst mal du mit ihm zusammen, weil ihr beide schnell reparieren könnt. Türen machen wir wieder zu. So, und in die Krankenstation. So, Energie wurde schon wieder verteilt. Haben wir jetzt genug Energie für unsere zweite Bombe? Ja, haben wir. Das heißt, sobald alle geheilt sind, kommt die Energie aus der Krankenstation wieder raus und in die Bombe rein. Hahaha, wie geil. Aber warum sieht die Bombe anders aus als die? Achso, weil sie noch nicht voll geladen ist. Wenn sie voll geladen ist, sieht man diesen runden Kreis vorne dran, also die Bombe selbst. Jo, sehen jetzt gleich aus. Sehr schön. Sogar fast symmetrisch. Also du gehst in den Antrieb. Du gehst zu den Schilden, du gehst zu den Waffen. Dann warten wir noch ganz kurz, bis das Sauerstoff auf 90% ist und springen dann weiter. Die Tür da kann auch noch zu. So, 85, ja, das ist okay. Ich muss jetzt nur wieder dran denken, dass ich immer wieder die Krankenstation aktiviere. Das ist ja immer so ein Hack-Mack, wenn ein Systempunkt fehlt. Aber den können wir uns auch gleich holen nach dem nächsten Kampf. Oder Zufallsereignis, wo wir halt Scrap bekommen. So, 90% Oxygen. Wir springen weiter hier oben unseren Kreis rum. Dahin. Und wieder ein Mantis-Schiff mit 3 Schildpunkten. Ein Bombenwerfer, der ist schon mal nervig. Ein Beam-Laser und ein Heavy-Laser. Wir werfen einfach mal, was wir können, 2 Bomben in deren Schildsystem. Boom. Irgendwie habe ich mir da mehr erwartet. Okay. Also entweder zählt es nicht, weil beide auf das gleiche Ziel gingen, oder der hält sehr viel aus. Aber na gut,
Das machen wir aber nochmal. Einen da und diesmal einen auf den Antrieb und die Laser dann, wenn die Schilde unten sind, hoffentlich auf die Waffen. Schild trifft, der andere trifft nicht und das Schild ist immer noch nicht unten. Okay, Burst Laser auf den und zeitverzögert auf die Waffen. Waffen sind angeschlagen, aber keine wurde deaktiviert. Das ist doch... Ah doch, der Bombenwerfer. Wir haben jetzt schon 4 Raketen verschwendet. Das ist doch... Nee. Na gut, dafür sind Schilde und Waffen angeschlagen. Das heißt, wir schießen jetzt mit dem Burst Laser auf die Schilde. Mit dem anderen Burst Laser auf die Schilde. Damit die endlich mal geknackt sind. Und es ist immer noch nicht rot. Komm schon. So, Burst Laser Schilde, Burst Laser... Ja komm, Burst Laser auf die Schilde. Burst Laser zerstört, Quatsch, Schilde zerstört, sehr gut. Burst Laser auf die Waffen, anderer Burst Laser auch auf die Waffen. Und Artillerie macht gleich den Rest. Sehr schön. Oh, kommt nicht mehr dazu. Ja, wir müssen die echt aufstufen. Wir müssen so viel aufstufen. Aber gut, 3 Treibstoff, 1 Rakete, 39 Scrap. Ja, die zweite Bombe hat mich ein wenig enttäuscht. Wir verschwenden sehr viele Ressourcen, weil eine Rakete kostet 6 Scrap. Das heißt, der Kampf eben waren 24 Scrap umgerechnet. Und ich könnte schwören, ich höre ein Feuer. Du geh mal gucken. Oh, wow. Ja, definitiv ein Feuer gehört. Ich dachte, das wird da unten angezeigt. Oh, wird es auch. So, das mal alles auf, bitte. Hoffentlich schnell Feuer... Oh, Feuer löschen. Brennt es hier auch schon? Nein. Oh, dafür brennt es jetzt hier. Komm, löschen, löschen, löschen. Du hilfst beim Löschen. So, ich höre kein Feuer mehr. Kann aber die Türkontrolle nicht aktivieren. Yeah. Du reparier so schnell du kannst. So. Tür zu. Tür zu, Tür zu, Tür zu. Tür auf. Und stabilisiert. Sehr gut. Du, Krankenstation, du, Krankenstation, Krankenstation auch, anmachen. Und du heilst dich bitte auch noch. Sehr schön. Menschenpilot zurück in den Pilotensitz. Du zurück zum Antrieb. Du wartest kurz. Alle Türen zu. Und du zurück zu den Schilden. So. Alles soweit fertig. Keine Feuer mehr. Alle Punkte gesetzt. Nee, der muss noch dahin. Und Sauerstoff bei 90%. Springen. Wir wollen dahin. Und es sind immer noch keine Rebellen da. Also diese 12 Scrap war eine super Investition. Ich glaube, wir können den ganzen Nebel hier abforschen. Ah, ist ja auch sehr schön. So, wir können tauschen. Ein Drohnenteil gegen 9 Treibstoff. Das ist doch mal sehr schön. Ich habe mich da jetzt auch nicht vertan und wir tauschen jetzt 9 Treibstoff gegen eine Drohne, oder? Nö. Wow, wir brauchen die Drohnen eh nicht und wir werden jetzt wohl erstmal keine Treibstoffprobleme mehr haben. Ein schöner Ausgleich. Zuerst haben wir fast gar keinen Treibstoff, um nicht zu sagen gar keinen, und sind 3 Stunden gestrandet. Und jetzt haben wir viel zu viel. Aber na gut, so ist mir das irgendwie lieber. Wir springen jetzt zu dem Punkt und da wartet schon ein Schiff auf uns. Es hat nur 2 Schildpunkte, aber es hat ein Tarnsystem. Das ist auch gleich benutzt. Ich wollte dich gleich wegschießen eigentlich. Aber na gut. Da er... Oh, es ist ein Burst Laser Stufe 3. Glaube ich. 2 oder 3. Auf jeden Fall kann er recht häufig schießen. Jo. So. Wir schießen auf sein Waffensystem. Angeschlagen. Sehr schön. Und Sauerstoff getroffen. Du dahin. Du da drauf. Noch ein Treffer auf die Waffen. Ja, das Wichtigste ist, dass der Burst Laser deaktiviert wird. Er wird sich gleich wieder tarnen, das ist nervig, aber ich will keine Raketen benutzen, um das Ganze zu verhindern. Ah, Mist. Hat er richtig gut eingesetzt. Aber wir können gleich schießen, wenn er wieder auftaucht. Und er wird es nicht schaffen, in der Zwischenzeit seinen Laser aufzuladen. Ah, Mist. Wir haben die Schilde runtergehauen, also die äußeren, aber wir konnten nichts mehr treffen. Wir müssen jetzt kurz warten, bis beide Laser gleichzeitig fertig sind. Also jetzt. Waffen, Waffen.
Sehr gut. Wer auch immer dagegen repariert, kriegt auch immer schön Schaden rein. Das heißt, er müsste mit der Zeit sterben. Was es uns dann noch einfacher macht. Wenn überhaupt Crew da ist. Es könnte ja auch ein automatisiertes Schiff sein. Und es ist es, glaube ich, auch. Ein Autoscout, ja. Gut, gut. Gib mir ein Ziel. Piu, 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 piu. Kaputt. Ja, und gewonnen. Also wir schießen jetzt auf die Schilde. Das Tarnsystem ist angeschlagen, aber ich glaube, der kann sich trotzdem noch tarnen, aber dann halt nur zu der Hälfte der Zeit. Piu, piu. Den nehmen wir wieder raus. Oh, sein Waffensystem wird repariert. Nicht gut. Aber er hat so wenig Hülle, der ist gleich kaputt. Wir warten noch auf den anderen Burst Laser. Dann schießen wir zusammen auf das Schild. So. Zerstört. Sehr schön. Wir bekommen noch mehr Treibstoff. Eine Drohne und 56 Scrap. Das wird langsam richtig ordentlich. Wir haben hier kein Geschäft mehr, das wir anfliegen können. Also geben wir das für uns aus. Wir hätten gerne einen Energiebalken für die Krankenstation. Wir hätten gerne noch einen Energiebalken und die Artillerie erhöht. So. Da und da bitte. Sehr gut. Ja, doch, wir kommen gut voran. Wir springen jetzt zu dem da. Dann zu dem, 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 dann zu dem. Also so eine Kurve. Denn die Rebellen tauchen jetzt erst am Anfang der Karte auf. Das könnte sogar noch hinhauen. Sehr schön. Also besser hätte es echt nicht laufen können in diesem Sektor. Und wir haben ein Mantis-Schiff mit zwei Schäden, aber anscheinend zwei Raketenwerfern. Aber kein Tarnsystem. Das ist sehr gut. Also Bombe auf. Schilde. Bombe auf. Waffen oder Antrieb, damit sie nicht ausweichen können. Nee, komm, ich will möglichst schnell das Waffensystem ausschalten, damit die Raketen uns nicht treffen. Ich brauche keine weiteren Hüllentreffer. So, also Bomben rüber. Beide treffen. Burst Laser auf den und zeitversetzt Burst Laser auf den. Oh ja, na okay. Oh, und wir haben irgendwo Saboteure da unten. Nein, die Tür sollten wir zulassen. Da ersticken und du bleibst noch eine Weile da. So, anscheinend ist hier ein Feuer ausgebrochen, denn sie haben die zweite Rakete auch eingefahren. Das heißt, wir müssen keine Bomben mehr benutzen. Wir schießen also mit dem Burst Laser 1 auf die Schilde und mit dem Burst Laser 2 auf die Waffensysteme. Waffensysteme ausgeschaltet, sehr gut. Sie sind inzwischen vor unseren Sauerstofftanks. Machen wir die Tür da auf, damit sie auch in dem Raum keinen Sauerstoff mehr haben und schicken ihn jetzt schon mal Richtung Krankenstation. Da die Recharge-Rate bei den Waffen jetzt nicht mehr so wichtig ist, da er eh nicht feuern kann. Und die Krankenstation hat auch Energie. Ja, hat sie. Sehr gut. Also, Burst Laser auf die Schilde. Burst Laser auf den Antrieb. Und nächste Runde sind sie tot. Anscheinend haben sie sich gerade wegteleportiert. Heyo. Türen alle wieder zu. Du wieder dahin. Und einmal den Gegner zerstören, bitte. Das lief doch richtig gut. Wir kriegen eine Rakete, eine Drohne, 36 Scrap. Und wir haben niemanden beim Waffensystem. Richtig, das hätte ich fast vergessen. Gott sei Dank war dieses kleine Männchen da nicht ausgefüllt. Und er ist Stufe 2. Unser Ingenieur ist gar keine Stufe. Unser Schildtechniker ist nur Stufe 1. Das ist doch komisch. Na gut. Wir springen jetzt da unten hin. Komm schon, ich will noch einen Kampf. Nee, nur rauschen. Dann jetzt dahin. Komm schon, Kampf. Oh, wir wurden gebordet. Nee. Irgendwo. Da unten. So, da wir kein feindliches Schiff haben, schicke ich ihn schon mal zu... Was war das? Oh, da ist einer. Oh, da haben wir ein paar mehr. Ihr verkriecht euch mal dahin. Die Türen machen wir alle auf. So, wo wird geschossen?
Da wird geschossen. Aber die ersticken langsam. Hier sehe ich gar keine Treffer mehr. Guck mal ganz kurz bitte nach. Da ist keiner mehr. Okay, du zurück dahin. Die Türen können alle zu. Und wir warten einfach hier in der Krankenstation und werden dann nach und nach da alles reparieren. Die Türen machen wir alle auf. So. Damit sie auch schön schönen Schaden vornehmen. Und etwaige Feuer werden gelöscht. Dumm, die dumm. So, jetzt sind sie da. Wir sollten die Türen wieder zumachen. Und die nach und nach runterprügeln. Und er ist bald Stufe 2 im Nahkampf. Sehr schön. Wer kämpft da noch mit? Swamps. Swamps hat noch gar keine Kampferfahrung. Und wird aber ganz schön angeditscht dafür, dass er durchgehend geheilt wird. Aber na gut, Gegner ist tot. Ihr beiden heilt euch kurz hoch und fangt dann an zu reparieren. Das ist ja... Ah, doch, ist ein bisschen was. Dann hilf du mal damit und du gehst schon mal auf deine Station und reparierst da. Die beiden Roboter machen das schon. Zing, zing, ja, das geht richtig flott. So, da noch reparieren bitte. Und alle Türen zu. Und jeder auf seinen Posten. Also du in Antrieb. Sehr gut. Dann wieder mal ein kleiner Cut und wir sehen uns gleich wieder.